So Leute, damit mal wieder ein herzliches Willkommen. Passt, haben wir sie gleich in die nächste Mission rein, hätte ich mal wieder gesagt. Ja, der Junge schon da kommt zu einer Hand, geh bitte woanders, die zu einer anderen Nebenfest. Ah, Digga. Na, sollte normalerweise so sein wie immer. Also eigentlich genauso wie gestern, so, ich hab nichts geändert. Da wimpern wir wieder. Ah, Wahnsinn. Ich faul jetzt nur rum. Erst du voller Drecksack, komm, geh mal, hopp, 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 sonst wirst du Leberkäse verarbeitet. So unsauber, Digga! Hey, dreckiger, was ist jetzt so? Geht immer wurscht, also einmal im Jahr geht's eh, oder? So, einmal 365 Tage im Jahr waschen, geht eh, oder? Was? Das sieht dann aber doch gut. Ich sag nichts dazu. Na, weißt du, so. Einmal zum Geburtstag, einmal zu Weihnachten und einmal, wenn die alte Geburtstag hat. Da wird gewaschen, sonst wird überbewertet das Waschen. Das Waschen wird überbewertet. Hallo, man muss die Zeit anders investieren. Aber moin, Digi, servus, grüß dich, servus, Paletti, wie geht's dir so? Schön, dass du da bist und der Lingling, Alter. So, ne? Jeder kennt Lingling, jeder liebt Lingling. Geil. Wow. Tömel? Wo? Jotto, warte. Noch unwiderstehlicher, Digga. Also, sie haben definitiv vier sehr, sehr große, schlagartige Argumente. Also wirklich schlagartige Argumente, Digga. So ein Tutorial, ihr könnt mich wahrscheinlich da schlagen. Noch unwiderstehlicher, noch größer oder was? Bist du komplett deppert oder was? So, ne? Sind eh schon genauso groß wie der Schelm von der Navi selber. Digga! Wichtig. Ganz, ganz wichtig. Viel Erfolg dabei. Viel Erfolg dabei. Gerade die Orks. Da brauchst du ein gescheites Team. Da brauchst du gescheite Orks. Nicht so ein scheiß Pussy, die was da gleich wieder wegläuft. Da brauchst du einen gescheiten Haverer. Der was. Und der Rock. Und der Rock brauchst. Ein richtiger Hauptmann, der was. Wo du wirklich sagst, so Deppert oder Haverer. Der braucht 120. Schläge pro Sekunde, damit er vielleicht wenigstens an Lebensbalken verliert. Sowas in der Richtung brauchst. So, ne? Parfum. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, gut zu wissen, aber ich will. Ich überleg, ob wir nicht sogar schon längst ein Parfum hätten. Bild ich mal ein. Ich bild mir fest ein, dass wir eigentlich schon längst ein Parfum hätten. Red aber trotzdem sicherheitshalber mit ihm, aber. Ja. Das hab ich mir schon gedacht. Hab ich mir schon gedacht. Passt! Ist kein Thema. Das Gute ist wenigstens. Diesmal zeigt er mir wenigstens so, erst du geschießen, tut muss hingehen. Das ist Leimann, das ist super. Und nicht wieder so, ja, geh mal Foto suchen, fick dein Foto. Das Foto kannst du dir selber suchen das nächste Mal. Wenn ich den nur einmal sehe. Na, fick ihn. Ich fick ihn. Ja, geh Foto suchen, ich suche deine Mutter, Alter. Ja, gönn dir. Mal wieder für Rezepte. Wichtig und richtig. Ich gehe mich jetzt einmal allgemein kurz durch umschauen. Irgendwas Blaues wird sowieso mal aufkreuzen. So, jetzt wenn wir da kommt, kann da wieder was
sammeln oder irgendwas. Das wäre schon super. Na, ja, vielleicht das ein oder andere Kreitel. Wäre sicher nicht schlecht. Ja, du, obwohl... Na, du kehrst wieder zur Mission. Du kehrst einmal definitiv wieder zur Mission. Aber was, der ist so sicher, sicher. Sehr gut. Tu mal ein paar Leute haben dran, damit es doch quasi persönlich auch ein bisschen besser geht, was? Auf ganz Psycho-like. Du mal heute mal so ein paar haben dran. Und was hast du heute so gemacht? Ja, ein paar Orks haben dran. Ja, cool, 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 cool. Psycho. Na, zu dem muss ich mir definitiv nicht. Ich hätte wirklich gesagt gehabt, gehen wir einfach jetzt einmal beinhart in den Shop rein. Ich hätte aber trotzdem halt so ein bisschen herumgeschaut und alles drum und dran. Aber gehen wir ruhig in den Shop rein. Na, aber... der ist aber motiviert auf Kunden. Bist du deppert? Haha, war er. Nehmen wir einmal das und einmal das. Bist deppert, Gott sei Dank kann ich mir das leisten. Nach dem letzten Mal die eine Mille. Bist deppert, Havara. Das ist teuer. Wirklich teuer. Also wenn du mir jetzt dann nicht sagst, ja, du hast kein Parfum am Start, ich glaube, dann hau ich irgendwem nieder. Aber ist ja wurscht. Wir haben eh unsere Schnellreise. Dementsprechend geht das eh relativ alles. Flotti Karotti. Kennt überhaupt irgendjemand das Spiel? Flotti Karotti? Ich bin nicht der einzige Volltrottel. Wahrscheinlich bin ich der einzige Volltrottel. Der auf ganz crazy motiviert am Start. Alter, so geiles Game. Boah, das haben wir damals zockt gehabt, Alter. Also, zockt. Ja, aber... zockt. Das haben wir gespielt gehabt damals. Beast Stepper, das war genial. Gerade damals so im Kindergarten Hortzeit. Boah, boah. Da waren noch diese Zeiten. Da gab es noch kein Handy. Willst du mich ficken, Digga? Alter, ich hab einmal ein normales und einmal ein teures Parfum gekauft. Wo ist es mit dir? Wow, Alter. Legt's mir am Arsch? Da geh ich extra brav suchen. Das. Na, so richtig so. Fick dich in Arsch. Na, nix. Alter, aber auf das brauche ich mir jetzt mal kurz ein Kaffee. Das geht ja mal gar nicht. Jetzt wieder beruhigt. Alles klar. Na, aber was so ein geiles Game. Oder mir ist jetzt liegen, aber ich bild meine, es heißt Labyrinth. Kann das sein, dass es Labyrinth heißt? Ich rede sicher jetzt aber mit der Rano. Das war ein richtig, richtig geiles Game. Boah. Das war so geil. Ich bild mein, dass es Labyrinth geheißen hat. Also das hat ja auch so dermaßen Spaß gemacht. Aber letzten Setzer haben wir ja quasi eine 7-Stunden-Fahrt gehabt zu Dolmal Pi nach Venedig. 7-8 Stunden mit dem Zug. Alter, wir haben 5 Stunden lang, glaube ich, fast oder wahrscheinlich sogar 5 Stunden lang nur durchgehend Uno gespielt. Aber 5 Stunden. Durchgeht Uno, Alter, da fragt ja irgendjemand an, bist du komplett deppert oder was? Wahnsinn, das war wirklich ein Wahnsinn, Alter. 5 Stunden durchgehend, Alter, nur Uno, Alter. Das war Legende, das war einfach nur Legende. Das war schon cool. Okay, und da muss ich dann eh schon hindurch. Na, ich bin gespannt. Wahrscheinlich vielleicht drinnen, kann auch sein. Jetzt zu dir, aber gehen wir sicher nicht, weil sonst haue ich da eine nieder wegen die Fotos. Sag ich gleich. Aber wir haben noch ein bisschen den einen oder anderen. Wenn wir sicher noch finden. Der was uns ein scheiß beschissenes Parfum geben möchte. Warten wir noch ab. Aha, was haben wir denn da wieder zum Sammeln? Hehe, wichtig und richtig. Alter, kommt man ja wieder nicht ruhig. Das gibt's ja nicht. Der Avro ist ja wirklich zu deppert für alles. Ja, das schaut schon mal wieder Arsch aus. Ganz, ganz Arsch.
Wow, Alter, wo versteckt sich die Missgeburt? Alter, wo versteckt sich die, Alter? Bist du der? Na, geh mal da rein, Alter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du da jetzt ein paar Fell verkaufst, aber ich rede mal mit dir. Ha, Kleidungswechsel. Glaub ich zwar eher weniger, wollte ich gerade sagen, dass du was wechseln kannst, aber na gut. Ach, bei dir kann ich aus das Wahr verschmützen. Das ist aber nicht schlecht. Ja, gerade das mit der Verteidigung ist auch nicht schlecht, gut zu wissen. Ja, wie gesagt, lassen wir es sicher noch. Werden wir noch brauchen, werden wir definitiv noch brauchen. So, da drin kann ich dann sowieso anscheinend mal wieder mit niemandem reden in dem Fall. Ja, na gut. Ja, ein kleines Stickerl haben wir noch, weil sonst wird es ein bisschen problematisch. Weil gerade hier bei dem Bazaar und alles drum und dran keiner will. Keiner. Ah, da haben wir es. Ja, da haben wir die Schlampe. Ich rede eh schon herum. Parfum zu verkaufen, Parfum. Wo ist es mit dir? Wennst mal? Ich schau noch ganz kurz herum. Was jetzt dann sagst, Alter? Oh. Das sind wir das allererste Mal. Oh. Das ist dann wieder geil. Da waren wir dann wirklich das allererste Mal. Aber doch, kommt schon wieder. Was willst du mit dir? Mit der scheiß Rüstung und alles? Ich frage mich, ob das davor auch schon da war. Und ich bin einfach noch nie reingegangen. Das kann vielleicht auch gut möglich sein. Ja, na sicher. Ich hoffe, ich muss immer nichts zurück. Also, ich hoffe, das geht aufs Haus. Madame, hier habe Alabaster gerettet, gell? Mit dem Geld, was wir haben. Nein. Oh. Das blöde Kamel, geil. So, ne? Ui. Die wollen jetzt komplett abziehen. Geil. そうね。お。ははは。だいぶ komplett motiviert。Da ist er motiviert, der Avara, da ist er motiviert. Geil. Also, sonst ist die nicht zu gebrauchen? Really? Okay, deshalb wundert es mich auch nicht, warum wir dann halt auch keine Markierung und so alles gekriegt haben. Oh. Interessant. Definitiv interessant. Auf den Palastplatz. Boah, das ist mies. Das ist extrem mies. Aber darauf gleich mal ein Schluck Kaffee bis deppert. Aber Wahnsinn, aber den Miese gleich auch wieder ausnutzen wollen. Aber gleich beide. So geil. Hätte ich auch gemacht.
Ich wäre genauso. Ich hätte ja trotzdem auch was genutzt. Aber auf der anderen Seite irgendwie der arme Sanji. Uiuiuiuiui. Geil. Boah, haben wir eigentlich da den Brunnen? Das wäre jetzt eine gute Frage, oder ist es dann doch bei der anderen Seite? Ja, lass einfach alle sterben und dann tust du es halt einfach beinahe alle austauschen. Beinahe aus. Na, dann muss der Brunnen woanders sein. Aber beim Palastplatz. Definitiv beim Palastplatz. Aber wenn ich da schon so sehe, dass ich da wieder was einsammeln kann, dann gönn dir. Kroko-Banane. Das krieg ich aber auch, wenn ich den anderen, wenn ich den scheiß Krokotaxel haben dra. Krieg ich aber auch, aber na gut. Find's aber wirklich enttäuschend, dass ich bei dem Laden halt nichts gekriegt habe. Das hat mich gerade wirklich ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir da jetzt gerade irgendwie ein bisschen was. Ja. Ein bisschen was erwartet gerade eben und dann halt nichts geliefert, geboten zu kriegen. Hat mir jetzt dann doch auch wieder ein bisschen enttäuscht gerade. Ich gehe jetzt aber mit Absicht mal nach links. Hey, frag mich aber nur, wo war nochmal der Brunnen? Haben wir fett eingebildet gehabt, dass es bei dem Platz war. Aber der wird schon irgendwo da sein, Gebiete. Einmal so eine kleine Runde und tschüss Papa. Hätte ich gesagt. Irgendwo wird schon der. Der Brunnen schon sein. Außer sie machen den 31 und es ist dann doch wieder woanders. Glaube ich aber nicht. Das würde mich jetzt aber beinahe interessieren. Okay, du bist eh nicht blau. Ja, was hätte ja mal wieder sein können. Ah, da haben wir den Brunnen. Na schau, haben wir eh schon gefunden. Macht sich halt trotzdem schon ein bisschen Sorgen. So, oh, wo konnte der sein und alles? Ui, junge Mädels. Juhu, Höschen. Ja, unbedingt. Geil. Aber wie es einem ausnutzen, so geil. Ah, da wäre sogar noch ein Brunnen gewesen. Na schau. Das hätte mir im Prinzip nur weniger falsch gemacht. Aber, weißt du, was ich hoffe? Dass ich wenigstens den ein oder anderen Charakter vielleicht ja nochmal treffen könnte. Das würde ich schon sehr feiern. Wenn man sagt, so, okay, passt, hier hast du eine Nebenquest, du kannst zum Beispiel wieder Smoker treffen oder du kannst wieder Mr. Two treffen und dann quasi vielleicht noch eine Runde gegen einen kämpfen. Irgendwas in der Richtung würde ich schon sehr, sehr stark bevorzugen. Wenn man da vielleicht irgendwas in der Richtung da machen könnte. Würde ich schon geil finden, aber sonst bin ich die Missionen gerade aktuell nicht, aber wahrscheinlich kommt vielleicht ja auch noch zusätzlich die ein oder andere Nebenquest, wo du dann auch noch später sagen kannst, so, ja, Digi, es kommt dann eh noch sowas in der Richtung. Wahrscheinlich wollen sie sich dann ein bisschen aufheben, dass du dann noch eine viel, viel stärkere Version von dem oder von dem Gegner dann hast. Das kann dann schon wahrscheinlich sehr, sehr gut möglich sein. Einmal ganz kurz abchecken. Passt, tschau. Ja, ich probier's beim Laden. Vielleicht ist da eh einer blau. Okay, du bist da mal so. Schaut's mit dir aus. Du bist da nochmal. Super. Ich hoffe, ich bin überhaupt richtig. Ja, das ist halt immer manchmal so eine Frage. Ist man überhaupt richtig oder nicht? Aber passt eh. Warte mal. Warte mal den Havre da. Ah, schon wieder nichts.
Also ich habe eher so mehr das Gefühl, dass es mehr so ein Hin und Her wird, als wie ein, ja, ich freue mich, dass ich eine Nebenquest jetzt gerade habe und habe was zu tun. Es fühlt sich gerade eher wirklich nur so an, so ja, einmal hin, einmal her. Stört mich gerade ein bisschen. Stört mich gerade ein bisschen. Fühlt sich dann in dem Fall ein bisschen so an wie, ja, ja, der Haverer, der soll suchen gehen. Ein bisschen Zeit strecken. Stört mich gerade ein bisschen. Ja, stört mich gerade wirklich ein bisschen. Im Endeffekt, der kann ich wieder nicht drüber hupfen. Der ist schon jetzt der Deppert dafür. Im Endeffekt machen sie es eh einfach. Im Endeffekt machen sie es eh extrem watschen einfach. Geh einfach nur durch die, schau dich ein bisschen um und dann findest du es schon. Es fühlt sich, es so nebengeschichtemäßig ist schon cool. Sowas für was Belangloses zu finden. Ja, die Haut trocknet aus Sanji. So was in der Richtung. Finde ich schon extrem nice. Aber es fühlt sich dann doch ein bisschen. Könnte mehr gehen. Der siehst es. Gefühlt oder. Sorry. Immer mehr hinher. Na, wenigstens gibt es jetzt mal wieder ein bisschen Action. Ich hoffe, das Haupttor ist jetzt. Ja, oh ja, das Haupttor wird sicher in der Richtung sein. Ja, sicher. 100%. Aha. Ja, wird gleich gesackelt. Wichtig und richtig. Na, aber wie gesagt, es fühlt sich irgendwie so an, mehr so dieses. Sorry. Ständiges hinher. Wir waren jetzt quasi schon zweimal auf der Plotzahl. Nur für diese scheiß Lotion. Das ist ein scheiß Hautcreme, Alter. Fickt euch. Wahnsinn. Aber ich glaube normalerweise. Da sehe ich schon was. Ui. Es sind schon unterwegs. Oh, die kriegen bis deppert. Wahrscheinlich in Sekunden schon wieder abgefrühstückt. Aber sowas von. Wir sagen es gleich, ich rette dich nur wegen der Hautcreme, gell? der Glanzmoment vom Sanji jetzt. Der Retter in Nöten. Er legt gleich wieder los. Bis Deppert, der macht gleich auf Gear 2. Na, Havitere. Er macht gleich wieder Vollgas. Wäre lustig, wenn wir jetzt in Kampf nehmen müssten, Sanji. Das wäre lustig. Huch, auch noch weniger. Wichtig und richtig. Oh, shit. Und weg sind sie. Na geh, den Arme hat einer mal, der hat wieder dazuschaut, dir. Vor Wahnsinn. Die, geh bitte, glaubst du, die macht sie dreckig, die Alte. そうね。あら。おお。
Es taugt ihm gleich wieder, das taugt ihm. Super, wenn wir ein bisschen greifen können, gell? Sanji, oder? Nicht einfach nur die Tiefen schmieren, schmieren, schmieren. Wenn man ja ein bisschen greifen, oder? Also, wenn was haben wir die ganze Arbeit geleistet, ohne ein bisschen greife? Digga! Geht einmal gar nicht, Sanji, geht einmal gar nicht. Du musst Prioritäten setzen. Die wollen Hautcreme, Digga! Du machst so viel für ihnen. Du machst so viel für sie. Digga! Prioritäten setzen. Du musst das verlangen. Oh! Nami-san! Robin-chan! Ja, und die haben schon das ganze Parfum aufgebracht. Das wär's. Warte, warte! Wahrscheinlich war es sofort, wahrscheinlich fix. Ja. Oh, sehr schön. Yare, yare. Ara. Arigato. Schickeri schnasai yo. Ich hoffe, dass ich da jetzt aber was Gescheites daherkriege, weil... Aber das ständige hinherlaufen na gut. Düfte, Anhänger, alles klar, na gut. Passt, haben wir das, haben wir wieder erledigt.